Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ich habe heute für euch den 12. Teil des Anfängerguides Tarkov dabei. Und nachdem wir jetzt die letzten drei Runden in der Factory gestorben sind, werde ich jetzt als allererstes mit euch mal wieder eine Scav-Runde machen, einfach um ein bisschen Knete reinzuholen. Und deswegen werde ich jetzt hier erstmal wieder Platz schaffen in meinem kleinen, aber feinen Stash. So, wir werden auf jeden Fall das hier noch mit reintun. Die Pistole können wir hier auch noch mit reintun. Sehen wir mal zu, dass der Schlüssel hier wieder reinkommt. Und ja, dadurch, dass wir so viel verloren haben, viel mehr Platz müssen wir hier eigentlich, denke ich, gar nicht schaffen. Der sollte auf jeden Fall ausreichen, um ja, erstmal jetzt vielleicht eine erfolgreiche Scav-Runde zu machen und danach dann mal schauen, wahrscheinlich erstmal wieder Customs, um dann weiter anzugreifen. Was wir mal ganz kurz machen können, was ich mit euch sowieso testen wollte, weil ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher bin. Ich muss ja, hier steht Find 2 USB Flash Drives. Ich werde jetzt einfach mal einen kaufen auf dem Flea Market. Das ist kein verschwendetes Geld, selbst wenn es nicht klappen sollte, weil wir später für Jäger auch noch Flash Drives brauchen und wir brauchen für unseren Hideout auch noch Flash Drives. Also falls wir den jetzt nicht nutzen können, dann können wir den aber auf jeden Fall später noch benutzen. Flash Drive, was findet er nicht? Machen wir mal USB, USB-Adapter, das ist es auch nicht. Secure Flash Drive, das müsste er sein, ja, das ist er. So, jetzt können wir hier einen gucken, wo die gerade preislich liegen. Den können wir kaufen, hoffentlich. Jo, haben wir gekauft. Und jetzt können wir mal ganz kurz gucken, ob wir den Skier andrehen können oder nicht. Find two USB Flash Drives. Er hat ihn tatsächlich gezählt. Das heißt, wir können jetzt den nächsten auch noch kaufen. Kaufe ich mal den hier noch. Und jetzt haben wir die Mission bei Skier tatsächlich sogar schon abgeschlossen. Die können wir jetzt beide abgeben. Und haben... Ja, wir kriegen 30.000 wieder. Wir haben sogar hier jetzt eine SKS bekommen. Die können wir vielleicht dann auch nutzen. Im Moment läuft alles ein bisschen langsamer. Kann ich jetzt hier diese Quest mal abschließen? Also derzeit stellt Escape from Tarkov die Server um und deswegen hat man manchmal ein bisschen das Problem, dass alles gefühlt einen Tick langsamer läuft. Jetzt hat das angenommen und jetzt können wir hier auch noch eine zusätzliche Mission für Customs annehmen. Ihr seht, wie langsam das gerade läuft. Also das ist ein bisschen ärgerlich. Hier müssen wir jetzt quasi das goldene Zippo finden und das goldene Zippo im Trailerpark in Customs ablegen. Das ist der Schlüssel für den Trailerpark. Das können wir uns gleich noch weiter angucken. Ich würde sagen, wir machen gleich auf jeden Fall erstmal eine Runde mit unserem Scav. Wir könnten jetzt hier für den Quest Success natürlich das hier wieder abholen. Da ist der Trailerpark-Schlüssel. Das Geld nehmen wir. Die Waffe brauchen wir jetzt gerade erstmal noch nicht. Die können wir uns dann auch noch zu einem späteren Zeitpunkt abholen. Das ist halt, gerade wenn ihr jetzt einen kleinen Stash, eine Standardversion habt, dann würde ich immer überlegen, macht das jetzt Sinn, gerade eure Quest Rewards abzuholen oder nicht, so wie das Wasser bei Therapist, brauchen wir im Moment einfach nicht, haben wir keinen Platz für. Lassen wir erstmal bei Therapist, kann man jederzeit immer noch abholen. So, die Waffe können wir hier unten noch mit in den Slot reintun und dann würde ich sagen, starten wir mal. Wir haben schon wieder nur eine Pistole und aber dafür einen fetten Pilgrim-Rucksack auf. Mal schauen, Interchange, wir gehen mal hier in die 440 Lobby rein, da wird es bald hell, gucken wir mal, hoffen wir mal, wir haben sogar Comtex auf, auch das ist nicht schlecht, hoffen wir mal, dass es ein möglichst später spawnen wird, dass wir uns vielleicht noch ein bisschen den Rucksack vollstopfen können. Ich werde jetzt hier die Runde wahrscheinlich auch mal ein bisschen, versuche noch ein bisschen mehr zu looten. Im Zweifel gehen wir dabei drauf, aber wenn wir den Rucksack voll machen, das wäre natürlich schon fett, auf jeden Fall.
Aber man sieht auch schon wieder, gut, jetzt, ne, jetzt. Man kann an dem Mannequin immer so ein bisschen sehen, wenn es schon so laggy anfängt zu laden, dann ist das manchmal schon ein gutes Indiz, wie der Server denn so drauf ist. Aber jetzt sieht es eigentlich recht flüssig aus hier. Mal ein Schlückchen Kaffee hier. Also Pilgrim ist so groß wie ein Attack-Rucksack. Ist halt der einzige Nachteil ist halt bei so einem riesen Rucksack wie dem Pilgrim. Erstens erkennt man euch in der Distanz sehr gut, weil ihr natürlich ein viel breiteres Profil habt. Und zweitens leuchtet dieser Pilgrim natürlich extrem. Also, oha. 18 Minuten nur noch. Das ist sehr spät. Wir sind bei Idea. Das ist eine sehr späte Runde. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal einmal kurz hier hinten bei den. Wir werden uns jetzt tatsächlich sogar ein bisschen beeilen. Wir haben sonst Wasser, Pistolenmagazine. Also wenn man nur noch 18 Minuten Zeit hat, dann muss man sich tatsächlich auch ein bisschen beeilen. Dann kann man nicht mehr so ganz vorsichtig sein, um ehrlich zu sein. Dann wird natürlich das Risiko größer. Dadurch, dass jetzt hier schon Toter lag, denke ich, dass auch bei vorne bei dem Büro schon was war, aber ist eigentlich egal. Wir gehen trotzdem gucken, ob wir noch was aufsammeln können. Was ich sagen wollte, ist, das Risiko wird natürlich auch dementsprechend größer, dass wir jetzt ja irgendwo überraschend in den Gegner reinlaufen. Hier ist natürlich, normalerweise ist hier eigentlich offen. Kann sein, dass hier jemand war, andere Seite rausgelaufen ist. Hier liegt auch nichts mehr rum. Können trotzdem noch mal in die PCs reingucken, obwohl ich glaube, dass das auch nicht viel bringen wird. Bei so einem späten Spawn muss man eigentlich hoffen, dass irgendwo ja, tote Spieler etc. rumliegen. Deswegen müssen wir jetzt eigentlich schnell machen. Hier liegt noch ein toter Scav rum. Auch keine Waffe mehr. Also es hat Vor- und Nachteile. Es ist meistens schon, weil wenn man bei jetzt so wie hier 18 Minuten reinkommt, alles gelootet. Auf der anderen Seite kann man halt, ja, muss man sich ein bisschen beeilen, weil man halt nicht mehr so viel Zeit hat, um den Rucksack voll zu stopfen. Aber man kann Glück haben, dass irgendwo vielleicht ungelootete Spieler liegen, etc. Würde sagen, wir gehen jetzt hier hinten einmal durch, Richtung Oli. Erstmal Goshan, dann Oli. Können wir gucken, ob wir vielleicht noch zwei, drei Tushankas für eine der nächsten Therapist-Quests mitnehmen können. Hier würde ich jetzt immer mit einem Auge auf die Uhr achten. Also, wie gesagt, wenn ihr seht, es ist ein Late Spawn, dann müsst ihr ein bisschen Gas geben. Jetzt hier nochmal gucken, ob hier schon jemand drin war. Ja, hier war auch schon jemand drin. Also können wir die PCs gleich wieder ignorieren. Hier hinten die Tür ist auch offen. Jawohl. Also, ihr seht schon, hier ist schon gut was durchgelaufen. Hier hinten in den Regalen. Da gehen wir jetzt einmal durch. Hier können überall Tushankas gut rumliegen. Es ist natürlich sehr dunkel, aber erkennen sollte man trotzdem was. Das ist ein Squash. Ist zwar kein Tushanka, aber ist auch was wert. Ist ein Tauschitem für. Ich weiß gar nicht, für was das ein Tauschitem ist, aber auf jeden Fall gehen die Dinger auch immer so für 25.000 ungefähr weg. Hier könnt ihr nochmal in die Regale reingucken. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier sehr, sehr loose vor. Einfach, also loose bedeutet unvorsichtig,
Einfach weil mir die Zeit fehlt, jetzt hier um jede Ecke rum zu sneaken. Ich kann hier nochmal ganz kurz gucken bei den Zelten. Hier hinten in der Ecke. Okay. Das war, glaube ich, ein Scav-Player. Пожрать бы, конечно, вообще не помешало бы это. Das war unser Scav-Player. Der hat zumindest schon mal ein paar Waffen für uns dabei. Keine Ahnung, ob er was gesammelt hat. Er hat hier hinten versucht, Scavs umzubringen. Das hat jetzt alles ehrlich gesagt schon wieder ein bisschen PS-Munition. Können wir auch mitnehmen. Der ist jetzt mad auf mich, weil ich ihm das Leben gerettet habe. Der ist jetzt mad auf mich, weil ich ihm das Leben gerettet habe. So ist manchmal die Welt. Also der Scav-Player hat hier Scavs umgenietet. Ich habe den Scav-Player umgenietet. Und der Scav ist mad auf mich, alles klar. Uncool eigentlich. Hinten ist noch ein... Bei Ikea sind noch beschalldämpfte Schüsse gefallen. Habe ich irgendwie ein AI oder sowas dabei? Ne. Gucken, dass ich hier hinten nochmal loote. Wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit achten, ne? Also ganz so viel Zeit haben wir nicht. Ich will jetzt diesen Rucksack auf jeden Fall noch mitnehmen. Die Weste ist komplett zerschossen. 10 Minuten haben wir noch. Für eine Runde Oli wird es vielleicht noch reichen. Lass mal alles mitnehmen hier. Noch mal kurz hier hinten gucken. Hier oben auf dem LKW gibt es einen MPX-Spawn. Den kennen die allerwenigsten. Da oben kann eine MPX drauf spawnen, das sieht man dann aber, die steht da ein bisschen über.
So, ich würde sagen, wir geben jetzt hier nochmal Gas. Und versuchen. Von hinten nochmal ins Oli-Lager reinzukommen. Magazin drauf tun. Hier können wir noch mal ganz kurz tatsächlich reingucken. Hier ist noch zu, zumindest von außen, ob irgendwo USB-Sticks in den PCs reinstecken. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Nee, sieht nicht so aus. Okay, weiter. Marsch, marsch. So, hier gucken wir jetzt natürlich nach allem Möglichen. Keine Ahnung, Wasserfilter, whatever. Das können wir auch mitnehmen, Tube. Wir stecken jetzt einfach alles ein, was wir finden können. Das Licht hier, eine Glühbirne mitnehmen. Das steht da eine Autobatterie. Jawohl, die brauchen wir auch später noch. Unser gesilenzter Bob ist schon wieder da. Wie sieht's denn aus? Ich glaube, ich hau ab. Ich habe Lust, jetzt noch erschossen zu werden. Wenn ich jetzt den ganzen Rucksack hier mit rausbekomme, das wäre schon sehr fair. Hätte ich jetzt die geschalldämpften Schüsse nicht gehört. Hätte ich da tatsächlich noch weiter gelootet. Vor allem, ich glaube, dass er auch diesen Ausgang hat. Das heißt, ich will hier zusehen, dass ich so schnell wie möglich wegkomme. Weil ich halt auch noch so einen Bitte erschieß mich Rucksack auch habe. Beim Ausgang wird auch gefeuert. Also, manchmal, wir haben jetzt ein paar Waffen am Start. Ich glaube, die meisten davon werde ich tatsächlich verkaufen. Aber das ist jetzt nicht irgend noch ein Exit-Camper, der da rumchillt. Wir haben wieder eine Pistole für die Factory. Die Autobatterie werde ich wahrscheinlich auch erstmal verkaufen, weil mein Stash einfach gar nicht die Möglichkeit bietet, so eine riesen Autobatterie jetzt mal kurz aufzuheben. Ja. Fetten Rucksack. Die Weste werde ich auch nicht spielen. Die bringt jetzt auch nicht allzu viel. Also das meiste davon wird jetzt direkt verkauft. Das ist jetzt wieder so eine Sache, gut, dass wir Platz gemacht haben, um den Rucksack hier überhaupt loswerden zu können. Die Pumpguns, die packen wir jetzt hier auch nochmal rein. Dann natürlich die angebrochenen Pistolenmagazine. Das AI können wir auch noch behalten für
den Hochheilungsprozess. Wir haben zumindest Comtex bekommen. Diese Respirator, die brauchen wir später auch noch. Das können wir verkaufen. Die Rig und die Weste. Das haben wir auch. Bisschen Munition schadet nie. Und das Messer. So. War doch schon mal wieder eine, ja, einigermaßen erfolgreiche Runde, würde ich sagen. Gucken wir mal, was wir hier so zu Geld machen können. Bei den Pumpguns sind leider beides nur 4 Schuss Pumpguns. Wenn man so einen 153er bekommt mit einem 8 Schuss Magazin, das würde ich natürlich behalten. Aber jetzt hier die beiden, denke ich, verkaufe ich. Als allererstes stellen wir jetzt mal die Batterie auf den Fliermarkt. Gucken mal, was die kostet. Ja. 50.000. Stellen wir sie mal für 49.999 drauf. So. Add. Und dann hauen wir an Prapor die beiden Schottis raus. Prapor können wir auch noch hier das Seiger-Magazin verkaufen. Skia können wir die. Verkaufe ich die Rig jetzt oder behalte ich die? Wir halten die. Aber wir haben keinen Platz, ne? Ich muss sie verkaufen und Umsatz muss ich sowieso machen. Also weg damit. So, dann nochmal an Fans das Messer verkaufen. Was gibt's hierfür auf dem Flea Market? Oh, 13.000. So, dann gucken wir mal hier, was wir hier noch haben. Da haben wir noch eine Waffe, noch eine Waffe. Die PS-Munition, die können wir auf jeden Fall behalten. Das ist 762. Die können wir auch in die SKS, die wir bekommen haben, reinstopfen. Dann haben wir hier noch Schokolade, was wir verkaufen können. Das Essen, das Squash können wir verkaufen. Die Emalia und das Trinken behalten wir erstmal. Das braucht man auch immer. Das behalten wir auch. Den Schlüssel, den braucht man auch für nix. Und 10.000 Rubel haben wir auch noch in Bar. So. Machen wir mal hier Repair bei der Weste. Die Weste repariere ich jetzt nur mit Prapor. Die verkaufe ich dann nämlich an Skia. Der freut sich. Zack. 14.000. An Prapor verkaufe ich jetzt die beiden Waffen. Den Schlüssel verkaufe ich auch direkt damit. So, zack. Und dann verkaufen wir das hier nochmal auf dem Flea Market. Da kriegen wir was für? Oh, 27.500 stelle ich es mal rein. Ah, mal, komm, wir machen 28.000. So, zack. Was kriegen wir hier für? Stellen wir es auch mal für 19.000. 19.500 rein. Jo. So, den Rucksack behalte ich, das Scav Backpack, den Pilgrim, den brauchen wir. Wir brauchen später für eine Mission auch noch einen Pilgrim. Aber den muss ich jetzt leider erstmal verkaufen, weil der einfach zu riesig ist. Oder. Nee, wir behalten den. Wir behalten den guten Pilgrim, dann können wir das da reintun, dann können wir hier noch die Pumpgun reintun, die Waffe, so, so macht das alles Sinn und dann setzen wir das auf, können wir hier die Comtex nutzen, das nutzen, dann holen wir, kaufen wir uns jetzt noch eine Weste, und dann haben wir eigentlich schon wieder uns ausgerüstet, um auf der guten alten Karte Customs zu bestehen, oder? So, Schlüssel sind dabei. Nochmal ein R6. Das brauchen wir nicht, ein extra K-Kit. Das ist verschwendet. Wir haben ja eins dabei. Wenn wir die Pistole brauchen wir natürlich auch nicht. Und dann würde ich sagen, bewegen wir uns auf Customs. So, aber bevor wir auf Customs gehen, brauchen wir tatsächlich noch den 303-Schlüssel. Das können wir alles hier rausnehmen.
303. Den brauchen wir für unsere Mission. Den habe ich leider noch nicht selber gefunden. Den findet man eigentlich ziemlich oft. Nur ich habe ihn jetzt selber noch nicht gefunden. Deswegen habe ich ihn jetzt gekauft. Da ist das goldene Zippo drin. Dorms, Dreier Dorms. Das wird richtig, das könnte richtig bitter werden. Aber gut. Ihr kennt das ja. Es ist Customs. Nochmal schnell versichern hier das ganze Zeug. Ich habe jetzt den großen, also den Scav-Backpack natürlich dabei, weil wenn wir die Runde überleben sollten, dann will ich mir die Taschen auch ordentlich voll machen. Je nachdem, wo wir spawnen, am besten wäre natürlich jetzt wieder bei den Boiler-Tanks, weil dann können wir erst in Dreier Customs reinrennen, das goldene Zippo rausholen und dann das goldene Zippo am Busbahnhof ablegen. Das ist so ein, auch so ein kleiner Verschlag, wo wir quasi das Dox-Case in der Runde davor rausgeholt haben. Es ist im Prinzip so eine kleine Hütte, halt bevor, jetzt wo ich die ganze Zeit davon spreche, ich habe den Schlüssel glaube ich noch gar nicht von. Guter Punkt, Leute, danke. Auch offline helft ihr mir hier extrem gut weiter. Gott sei Dank ist es mir jetzt noch eingefallen. Ich glaube, ich habe von Skier, den bin mir jetzt gar nicht sicher, das muss ich jetzt nochmal kurz überprüfen, ob ich den Schlüssel dabei habe. Ne, habe ich natürlich nicht. Den muss ich mir jetzt von Skier natürlich erstmal holen. Diesen Cabin Key, ohne den wird das Ganze nämlich nichts. Der muss auch dazu, weil da müssen wir es ablegen. Also, gut aufgepasst von euch. Sehr, 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 sehr gut, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Auch wenn es nur mental war. Ihr seht aber teilweise, was hier für Leute rumlegen. Ne? Level 59, 40, also zum Teil sehr, 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 sehr viele High-Level-Spieler hier am Start. Wollen wir hoffen, dass die jetzt nicht in unserer Runde sind oder irgendwas anderes tun, während wir hier Scavs umbringen und quasi versuchen, dieses goldene Zippo da zu organisieren. Wäre schön, wenn wir die Runde überleben, weil dann würde ich als nächstes wieder auf Factory gehen, um auf der Factory dann nochmal zu versuchen, die Runde einmal zu überleben. Oder wir treffen so einen High-Level-Spieler, den wir dann von hinten in den Kopf schießen. Der hat für uns richtig geile Ausrüstung. Dann wäre natürlich unsere Überlebenschance auf Factory noch besser. Aber, ja, ihr wisst, wie das so ist, ne? Ein weiser Mann sagte mal, Tarkov gibt und Tarkov nimmt. Dafür sind unsere Scav-Runden eigentlich einigermaßen brauchbar gelaufen. Wir haben eigentlich in jeder Scav-Runde ganz gut Plus gemacht. Wollen wir mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite spawne, dann könnte man natürlich auch erstmal die Scavs umbringen, dann zu Dorms laufen, nochmal zurücklaufen, das ablegen. Ich würde es gerne in einer Runde schaffen, also müssen wir mal gucken, wie realistisch das ist. So, immerhin kein Late Spawn. Immer wenn hier, ich kann das nur oft genug sagen, weil die Frage jetzt auch im Stream sehr häufig kam, immer wenn ihr hier Deploying habt und der Timer runterläuft, dann ist es kein Late Spawn. Die haben die Rundenzeiten allgemein verkürzt, das ist vielleicht schon dem einen oder anderen aufgefallen. Da gab es jetzt ein bisschen Verwirrung, weil es jetzt offiziell nirgendwo richtig angekündigt war. Also die Rundenzeiten sind auf allen Karten ein bisschen reduziert worden. Bedeutet, dass wir auch auf Customs grundsätzlich weniger Zeit haben, nur 35 Minuten. Wir sind jetzt hier bei den Garagen gespawnt. Das haben die gemacht, um quasi die Server ein wenig zu entlasten. Mehr Serverkapazitäten häufiger frei zur Verfügung zu haben, denke ich, ist eine ganz schicke Sache. So, ich denke, wir gehen erstmal durch die Garagen. Lassen die rote Halle mal außen vor. Gucken, ob wir hier vielleicht schon Scavs oder Spieler umnieten können. Schon jemand angelaufen.
Pistolenschütze. Schon mal ein Spieler weniger. Der uns bei unserer Mission behindert. So, jetzt müssen wir natürlich wieder ein bisschen aufpassen. Hier hinten in der Ecke kann natürlich auch noch Spawn gewesen sein. Nochmal kurz hier reingucken. Ob noch irgendwas Brauchbares rumliegt. Eine Zange brauche ich jetzt nicht unbedingt. Die Ader ist halt eigentlich eine brauchbare, zuverlässige Waffe. Das einzige Problem ist, dass sie halt unfassbar laut ist. Da ist nichts drin. So, wir nutzen noch mal kurz den Pausenmoment, um das Magazin hier wieder aufzuladen. Jetzt können wir da drüben gleich nochmal kurz gucken. In dem Auto, im Kofferraum. Ob wir da irgendwie Meds finden. So, die Scavs sind auch schon gespawnt. Ich glaube, das hört sich so an, als wenn er hier auf der Straße steht. Oder in den Garagen. Ich habe hier auf jeden Fall irgendwo hinten in der Ecke einen Scav gehört. Gehen wir mal dahin. Das, was wir gerade gefunden haben, ist übrigens ein Survival-Kit. Was wir, wenn wir zum Beispiel, wenn uns ein, das passt jetzt nicht in Safe-Container, aber wenn uns jetzt ein Körperteil schwarz, das gibt es als 5er-Ausführung und dann gibt es das Ganze nochmal als 15er-Ausführung. Das, was wir jetzt hier gefunden haben, ist die 15er-Ausführung. Die ist halt bisschen größer. So. Haben wir direkt auch eine Backup-Waffe. Ich gucke jetzt hier nochmal. Also da geht es ja schon wieder mächtig der Punk ab. Hier bei den Garagen laufen auch häufig Scavs rum. Müsst ihr halt auch aufpassen, hier laufen auch regelmäßig die Spieler zügig in die rote Halle. Kann auch sein, dass die schon rüber gepusht sind. Und jetzt hier aufpassen. Das hier ist die rote Halle. Hier laufen halt auch ganz gerne Scavs rum. Derzeit lief jetzt hier keiner rum. Keine Ahnung, ob in der roten Halle jetzt jemand drin ist. Das können wir gleich mal überprüfen. Ich halte mich jetzt hier so lange auf, weil ich hier natürlich jetzt die Scavs, die hier spawnen, erstmal töten will, um mit der Mission weiterzukommen. Und hier am Busbahnhof ist quasi diese kleine Hütte, wo man dann das goldene Zippo ablegen müsste, da
Diese Hütte da ist das. Hier, wir haben ihn getroffen, aber nicht getötet. Hinter uns können auch Scavs spawnen. Ist halt jetzt relativ gefährlich, hier auf dem Hügel weiter rum zu stehen. Ich werde jetzt einmal ganz kurz an den Bus gucken, ob der 310er-Schlüssel drin ist. Wird wahrscheinlich schon einer reingelaufen sein, aber wir gucken trotzdem einmal rein. Schlüssel ist nicht da. In diesem Bus hier spawnt der Schlüssel für Shoreline, Raum 310. Hier müssen wir jetzt tatsächlich ein bisschen aufpassen. Keine Ahnung, wo die Schüsse jetzt alle hingegangen sind, aber... Mal nachladen. Pumpgun. Scheint ein Spieler drin zu sein. Oder auch nur ein Scav. Zumindest nochmal hier die Taschen durchsuchen. Da unter ist er. Es war kein Spieler, es war auch nur ein Scav. Das ist ein Spieler. So wie er sich bewegt, ist das definitiv ein Spieler. Der hat gerade den Container da gelootet. Ich werde jetzt schnell mal die Magazine versuchen aufzufüllen. Ich glaube aber, der Spieler hat gar keinen Bock auf uns. Jedenfalls schleicht er da so rum, als wenn er einem aus dem Weg gehen will. Mosin Barrel brauchen wir nicht. Pistole sacken wir uns ein. Wallet können wir auch immer gebrauchen. Für Geld. So, wenn jetzt hier noch niemand war und hier auch niemand kommen möchte, und der andere Spieler, der da rumgelaufen ist, uns lieber aus dem Weg geht, so wie es aussah, dann looten wir hier oben zumindest nochmal den Tresor. Da kann ja auch im besten Fall ein Bitcoin drin sein. Hier ist auch nochmal eine Jacke. Gas Station Schlüssel.
Und das sieht mir doch nach Knete aus, Freunde. Da, zack, zack, zack. Alles rein hier. Bitcoin wäre noch fair, aber Bitcoin hat er heute nicht für uns. Hier kann auch noch der, hier kann auch noch ein Schlüssel spawnen für Shoreline. So, jetzt können wir hier noch die Tresore looten, die PCs looten. Da steht noch was zu trinken. Trinken ist immer wichtig. Essen und Trinken nicht vergessen. Festplatte brauchen wir nicht. Alles nicht. Ich könnte das Zeug jetzt looten, ja, aber ist jetzt auch nichts irgendwie von größerem Wert. So, ich würde sagen, wir laden noch mal kurz die Magazine auf und dann hoffen wir, dass wir nicht zu viel Aufmerksamkeit hier erregt haben und machen uns hier weg. Ich würde sagen, wir marschieren dann Richtung Dorms. So, Magazine sind aufgeladen. Gucken wir mal hier unten, ob hier noch irgendwo Scaps rumlungern. Oder Spieler. So, und dann ist jetzt der Plan, hier hinten raus, da raus und dann Richtung Dorms abzuwackeln. Falls ich das überleben sollte, habe ich tatsächlich vor, nochmal wieder herzukommen. Da in dem blauen Kabuff, da war der Spieler drin. Da ist er reingelaufen, um zu looten. Ich denke, dass das auch noch ein Anfänger war oder so. Der hat sich ziemlich unsicher bewegt. Und hat dann auch, er hat nicht mal versucht in der Halle irgendwie, obwohl er gehört haben muss, dass da übelst rumgeballert worden ist, hat er nicht mal versucht, mal zu gucken, ob er da irgendwen erschießen kann. Wir müssen jetzt halt nur aufpassen, weil er ist jetzt vor uns, er ist auf jeden Fall auf unserer Seite gespawnt. Und er kann jetzt natürlich hier irgendwo rumcampen. Das machen zum Beispiel Anfänger auch ganz gerne, sich irgendwo in Ecken reinsetzen. Und dann hoffen, dass irgendjemand an ihnen vorbeiläuft. Deswegen in so einer Situation immer die Ecken checken. Hier nochmal. Bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier jemanden gehört habe. Kann man sonst jetzt. Das ist halt hier. Ihr müsst an irgendeiner Stelle über den Fluss übersetzen. Die meisten setzen tatsächlich, haben Stan und ich die Erfahrung gemacht, hier über. Und ich schließe mich dem Ganzen an. Einfach weil das vermutlich der gedeckteste Weg ist. Aber es gibt natürlich auch viele Spieler, die das wissen. Stan. Stan zum Beispiel hockt immer da oben, wollte ich euch gerade sagen. Scaff mit einer Fall. Wow.
sogar M80 Munition drin. Das halbvolle Magazin habe ich jetzt weggeworfen. Es war ein Scav-Player mit einer FAL. FAL ist natürlich eine monströse Waffe. Ich habe da jetzt kein Visier drauf, aber ich werde die nutzen. Wenn wir jetzt gleich nach Dorms reingehen, werde ich auf die FAL im... gucken. Die kann man halt im Autofeuer nutzen. Damit werde ich gleich Richtung Dorms reingehen. Dann haben wir auf jeden Fall ein paar gute Argumente auf unserer Seite. Oh, nochmal hier die Magazine schnell aufladen. Hier ganz kurz gucken. Vorsichtig sein. So die Straße übersetzen. Nochmal vorsichtig sein. Das hier vorne rechts, da oben, das ist der Player, sogenannte Player-Hügel. Den haben wir deswegen so getauft, weil es hier sehr gerne Leute gibt, die auf diesem Hügel abcampen. Und hier oben auch versuchen, da in die Construction reinzusnipen, etc. Ich werde jetzt mal... Liegt da oben jemand? So. Unsere Mission ist jetzt eigentlich nur hier schnell rein. Ist da gerade jemand hinter den Stein gehuscht? Nur hier schnell rein. Das Zippo rausholen. Und wieder zurückrennen. Habe ich doch richtig gesehen. So ein Arsch. Der hat hier einen erschossen. Er hat auch eine Pfeil dabei. Oha. Das ist ein absoluter No-Brainer. So, ich werfe jetzt tatsächlich sogar erstmal die weg. Ich darf jetzt hier nicht schon wieder zu viel Zeit verschwenden. Das hätte ich auch gerne mit, aber geht halt nicht alles. Ich glaube, der andere Dude hier hatte die FAL, oder? Der hier. So, Freunde. Jetzt will ich meine zweite FL natürlich auch wieder haben.
Huiuiuiui. Hier war richtig Tabula Rasa. Nicht noch ein Toter. Hier liegen noch mehr Tote. So, wir wollen jetzt eigentlich nur Leute, habe ich mich gerade erschrocken. Jetzt habe ich irgendwie zweimal das. Zweimal das olle Dingsbums aufgemacht. So, war hier eigentlich noch ein Helm für mich? Rudi, ich brauche deinen Helm leider auch noch. So, jetzt haben wir von unseren Sachen nichts mehr an. Und jetzt laufe ich wieder zurück. Um das Zippo abzulegen. Ist jetzt, einige werden jetzt natürlich sagen, Alter, was bist du für ein beschissener Idiot? Gerade ich, gerade wenn ich jetzt noch drauf gehe dabei, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die Flames kommen werden. Aber no risk, no fun. Und ein geflügelter Satz in Tarkov ist auch immer: Don't love your loot. Liebt nicht euren Loot. So. Ist doch schon wieder einer, Alter. Hier gammelt schon wieder einer rum. Rex-Gev-Player, Mann. Ja, hat sich da hingelegt. Ich habe jetzt gesagt, okay, dann laufe ich außen rum. Und in dem Moment, wo ich außen rum gelaufen bin, ich muss mal ganz kurz gucken, was die Munition eigentlich sagt, jetzt wo ich meine Waffe weggeschmissen habe. Das. So. Ah, wir haben drei volle Muss ich mich tatsächlich beeilen, ne? Ich habe das mit diesen Rundenzeiten tatsächlich noch nicht so ganz raus, um ganz ehrlich zu sein. Nächster Scav-Player. Hockt hier noch einer hinter? Eigentlich muss ich jetzt alles im Laufschritt machen. Weil wir müssen ja auch noch auf die andere Seite zurück. Hatte ich mir vorgenommen, in den Videos keine zu rauchen.
Aber jetzt muss ich tatsächlich mal kurz eine rauchen. Das ist mir zu viel Stress hier. In solchen Momenten, wo es jetzt wirklich auf jede Sekunde ankommt, da komme ich dann auch nochmal ins Schwitzen in diesem Spiel. So, hier ist es. Und hier müssen wir es jetzt platzieren. 30 Sekunden. Und dann, ich laufe wieder über die andere Seite in der Hoffnung. Wobei, ne, laufen über Construction. Wir laufen über Construction. 7 Minuten. Ich hätte jetzt gucken sollen, ob das Auto da ist. Ich habe mittlerweile, glaube ich, genug Rubel für das Auto. Das wäre eine gute Option gewesen. So, die Mission ist abgeschlossen in einer Runde. Ob wir jetzt drauf gehen oder nicht, ist mir eigentlich völlig boogie. Ich würde natürlich gerne mit der Ausrüstung nach Factory gehen. Aber alles in allem bin ich schon mal sehr zufrieden damit, dass wir die Mission jetzt geschafft haben. Aber wie gesagt, das ist, man hat ja, man, also ich persönlich bin so, ich habe für die Karten eigentlich so eine innere Uhr gehabt, dass ich immer wusste, okay, so und so viel Zeit habe ich ungefähr noch. Aber dadurch, dass die jetzt halt die Karten extrem reduziert haben, dass man zum Beispiel für Customs nur noch 35 Minuten Zeit hat, bringt irgendwie so ein bisschen den Rhythmus aus und durch. Ich weiß gar nicht, ob ich mir. Ist ja noch einer. Hallo? Das war übrigens gerade ein Kopfschuss, ne? Der Sniper-Scap. Sowas habe ich jetzt echt keine Zeit, ne? Mich jetzt ein bisschen beeilen, Freunde. Volle Magazine, 2 volle habe ich noch und 2 angefangene. Factory-Schlüssel habe ich, also ich kann durch einen Shortcut durch. Das Problem ist nur, dass mir jetzt hier eigentlich überall Scavs über den Weg laufen. Nervenflattern. Habt ihr auch einen Nervenflattern? Okay, aber muss ich dann immer wieder einreden? Scheiß drauf. Mission Hammer. Wir haben jetzt auch eine jede Menge Scavs gekillt. An das Gear darf man gar nicht denken. Ich weiß, das ist einfacher gesagt als getan. Jetzt haben wir auch die 15 Scavs umgenietet. Oh, komm. Jetzt den Arm gebrochen, Alter. Hinter mir kommt noch einer. Hau ab. Zeit für den Kack. Keine Zeit! Exit wird noch gefightet. So, nochmal ein frisches Magazin einladen. Ist doch gerade ein Scav-Johnny hingesprintet, oder?
gerade einen laufen hören. Ist die Tanke offen? Nee. Ich umlaufe den jetzt ein bisschen. Ich hab jetzt keine Zeit mehr, jetzt großartig hier rumzufighten. Ein bisschen Chance wäre der Bunker jetzt hier offen. Sieht aber auch nicht so aus. Sagt die Weste. Ah, wobei. Licht leuchtet. Muss hier nichts heißen. Ich probiere es jetzt aus. Komm. Du bist jetzt offen für mich. Bitte. Jawohl. Boom! Was eine Killerrunde, oder? Einfach mal Customs rasiert hier. Da freue ich mich. Junge, das war... Puh. Zwei Missionen gemacht, zwei FAL rausgeschleppt, drei Rucksäcke, eine Gen 4 Armor, ein Helm, alles. Und unsere ganze Ausrüstung, alles was wir am Mann hatten, haben wir eigentlich weggeschmissen. Kriegen wir wahrscheinlich auch alles wieder. Das war mal eine schicke Customs-Runde. 15 Kills, Level 47 Spieler umgenietet. Also sehr, sehr schick das Ganze. So kann es weitergehen. Die Mission gebe ich beim nächsten Mal ab. Das Video ist jetzt ohnehin schon, denke ich, viel zu lang geworden. Aber ich hoffe, ihr habt eine mega krass spannende Runde miterlebt. War auch, denke ich, vollgepackt mit Action von Anfang bis Ende. Hier würde ich mich jetzt wirklich freuen, wenn ihr mal ein paar Likes raushaut und so. Ne? Also wir haben hier so eine schicke FAL bekommen. Wir haben noch eine FAL bekommen. Was haben wir noch im Rucksack? Ja gut, das, was wir im Rucksack haben, ist jetzt nicht so viel wert. Aber dazu halt noch... zwei Missionen fertig gemacht. Die Weste alleine ist schon ewig viel wert. Ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine schicke Runde. Wie gesagt, falls euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ich freue mich jederzeit über jeden neuen Abonnenten. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.